zu einer weiteren Aufnahmesession im Minecraft-Projekt Die Burg. Wir haben letztes Mal schon vorbereitet, wo die Treppe hochgehen soll, drüben, an unserem anderen Hang. Und jetzt werde ich mal gerade noch ein bisschen Stein mitnehmen. Es gibt die Stone Brick Stairs. Sky Stairs gibt's. Ist das hier unten? Ash Brick Stairs. Concrete Stairs. Das ist halt alles so. Und das ist was, das Slack. Und Slack kommen wir halt im Moment nicht ran, oder Sand? Das können wir machen. Also ich würde nämlich gern schon ein bisschen diese Stufen unterschiedlich gestalten. Seared Stone Stairs. Geht das? Stone. Okay, vielleicht. Warte mal, was habe ich da noch gesehen? Die hier. Weathered Naga Stone Stairs. Okay. Erstmal schlafen. Keine Lust auf wieder irgendwie Überraschungen von irgendwelchen Tierchen. Gut, ich nehme mal die Steine voll mit. Und dann machen wir uns mal drüben an den Treppenbau. Das müssen wir jetzt recht schnell mal abschließen. Darum spurte ich mal. Hier noch ein Crafting-Table, hier können wir aber ruhig mal einen machen. So, ich brauche ein paar Slabs. Kann ich davon auch Slabs machen? Ja, toll. Und davon welche? Dann hätte ich gerne solche Stufen. Gibt's nicht. Dammit. Davon gibt's Stufen. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Dann bräuchte ich halt theoretisch noch andere Stufen. Fangen wir jetzt erstmal damit an. So, ich mag es nämlich, wie die meisten von euch wissen werden, wenn man so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Und nicht alles gleich aussieht. Das hat schon einen ganz anderen Effekt dann. Oh, ich brauche doch nochmal Stairs. Slips. Okay. So. Und das auch nicht in der Struktur hier eigentlich, sondern einfach kreuz und quer gesetzt. Ein ganz eigenes Bild. Ja, hier habe ich gleich schon wieder im Fail gelandet.
Du hattest schon was. Kann man aus den Bricks eigentlich auch Slabs machen? Oder sind die gleich? Ah ja. Würde ich eher sagen, ich nehme die. Wie die normalen Slabs, weil die stechen doch ein bisschen zu krass hervor. Okay, das passt soweit schon mal. Dann haben wir hier eine kleine Fläche, die machen wir so. Dann gehen wir hier weiter, dann kommen hier wieder solche. Und dann ist eben der Bereich, den wir auffüllen müssen. Das sieht schon recht cool aus, finde ich. Warte mal. Da haben wir eigentlich die gleichen Möglichkeiten wie bei den Stairs auch. Okay. Ich werde da mal schnell kommen. Mal flott hier. Diese Kristalle. Unser Feld ist natürlich auch schön geworden. Was haben wir gesagt? Clay, Gravel und... Lass mich mal gucken. Concrete. Sand, Gravel und Clay. Und natürlich den Eimer Wasser in der Mitte. Weil sonst ist es doof, wenn wir im Nachhinein dann wieder alles umändern müssen, dann mache ich das doch lieber gleich. Und Gravel. Gravel, oh doch, auch noch ein bisschen. So, warte, wie war das? Clay oben, unten. Sand in die Ecken, glaube ich. Und Gravel links, rechts und in die Mitte ein Eimer. Gut, dann nehme ich das mal mit. Unten war ein See. Warte mal, muss ich den Konkreten?
Ne, der ist fertig. Nicht, dass ich den dann noch braten muss oder so. Ich mache einfach noch ein Crafting Table. Also davon können wir wirklich nie genügend haben. Also ich mache gleich mal so einen Tisch draus. Da bleibt das ganze Zeug ja drin liegen. Ich mach mal einfach mal einen Stack. Gravel, Concrete können wir immer gebrauchen. Schon wieder Nacht oder Tag? Ne, eigentlich müsste Sonnenaufgang sein, gell? Jawohl. Dann nehmen wir ein paar Stufen. Die Schaufel brauchen wir gerade nicht, das brauchen wir nicht. Aber davon... So, Slips. Davon brauchen wir auch noch ein paar Stufen. Dann brauchen wir eventuell auch noch, klar. So. Ist doch schon wieder Nacht. Hä, ich habe doch gerade erst geschlafen. Gefühlt. Jetzt muss ich hier natürlich ein bisschen wieder rausnehmen, damit ich da den Gravel, die Concrete-Sachen noch reinkriege. Aber auch das ist alles random, Leute. Versteift euch da nicht auf irgendein Design, sondern macht einfach so, wie ihr Bock habt. Oder so, wie es halt ist. Das ist nur die Frage, ob da Beschleunigung mit drauf ist. Nee. Sieht ein bisschen schmutzig aus, der Concrete. Wenn ihr sowas macht, ist wirklich am besten, wenn ihr drei verschiedene Farben in dem Sinn habt. Dass ihr da eine gute Abwechslung reinkriegt. Keine normalen Slaps mehr ein. Haben wir da gut gedacht. Schlafen gehen. Ey, da hätte ich oben schlafen können noch. Hätte ich kurz gewartet. Nicht mal ein Schwert und da steht schon ein Skelett. Guck mich nicht an, guck mich nicht an, guck mich nicht an. Das war knapp. Wirklich das Gefühl, dass ich erst schlafen war. Komisch.